Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe hier so einen richtig schönen Pickel, aber beachte den einfach nicht. Ja, ich wollte euch heute so ein bisschen mitnehmen wieder. Wir fahren jetzt nämlich gleich zu meiner großen Schwester. Die wollen wir besuchen. Wir sind ja etwas weiter weggezogen vor 2 Jahren von denen. Also eigentlich haben wir alle so in einer Region gewohnt. Jetzt sind wir ja an die Ostsee gezogen. Und deswegen sehen wir uns sehr selten, aber ich dachte, ich bin sowieso den ganzen Tag zu Hause, kann ich sie ja mal besuchen. Sie hat nämlich gerade auch Urlaub. Zwischendurch mal immer wieder so ein paar Sachen eingepackt und habe jetzt auch eigentlich alles fertig. Ich kann euch das ja noch zeigen, was ich alles mitnehme. Ich wollte schon den ganzen Tag da bleiben, deswegen habe ich ein bisschen mehr mitgenommen. Erstmal Kinderwagen, ganz wichtig, weil wir bestimmt auch mit dem Hund spazieren gehen bei ihr. Dann Trage, das ist unsere neue Trage von Tragebaby. Ich verlinke euch die mal in der Infobox. Die haben wir jetzt ganz neu und die ist einfach so bequem. Genau, das ist nämlich auch ein Unikat. Unikat von Tragebaby. Denn ich habe mir die selbst designt und sie hat den Namen My Favorite Turtle. Ihr könnt ja mal raten, was wir drauf machen lassen haben in den Kommentaren. Genau, und ich zeige es euch nachher. Ich habe mir das hier in diesem Tragetuchstoff ausgesucht. Das ist richtiger Tragetuchstoff. Und hier in so einem, wie nennt man das? Das ist ja so eine Art Kordstoff oder so, ne? Auf jeden Fall richtig schön und so unglaublich bequem. Also ich habe noch nie eine Trage gehabt, die so bequem ist. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann Kinderwagen mit Lammfell, Fußsack und Decke. Felix hat leider unseren neuen Fußsack in seinem Auto, also in dem Kinderwagen. Und deswegen muss der jetzt herhalten. Oder ich fahre gleich nochmal zu ihm auf die Arbeit, weil ich fahre sowieso dran vorbei. Mal gucken. Hier unten habe ich noch ein bisschen Spielzeug drin. Das ist irgendwie immer hier drin und deswegen bleibt es auch da drin. Und natürlich die Wickeltasche. Da habe ich jetzt drin 4 Stoffwindeln. Da. Feuchttücher, Wickelunterlage, Schlüssel, Portemonnaie, Wechselkleidung, Wetbag. Ja. Mal gucken, ob das reicht. Ich werde jetzt gleich noch einen Tee machen für die Kleine. Und noch eine Flasche einpacken, wobei sie eigentlich immer aus dem Glas trinkt. Aber trotzdem werde ich das mal einpacken. Ja, das habe ich also dabei. Ihre Jacke nehmen wir auch noch mit. Das hier, diese braune da. Die ist neu. Die haben wir jetzt ganz neu. Die ist so schön und so süß an ihr. Hallo! Ja, ich glaube, ich muss sie mal rausnehmen. Sie ist wirklich sehr anhänglich heute. Ja, und dann wollte ich mich gleich noch umziehen eben. Ne? Wollen Mama sie noch umziehen? Und dann wollen wir auch gleich schon los. Ich habe so gesagt, ich bin so gegen 11, 12 da. Ich fahre aber eine Stunde und es ist jetzt schon 10. Also eigentlich müsste ich jetzt schon los. Aber ich fahre so gegen 11 los, damit ich gegen 12 da bin. Genau. Ist denn besser, ne? Ich hoffe, die Mama schläft im Auto. Sie ist heute mit Papa zusammen aufgestanden. Also um 6:30. Und das merkt man leider. Sie ist deswegen, glaube ich, so quakelig. Mal schauen, wie das so wird. So, meine Lieben, wir sind im Auto und wir sind jetzt auch schon ein paar Kilometer gefahren. Genau, die Kleine ist gerade noch kurz geschlafen auf meinem Arm, ist sie an der Brust eingeschlafen. Ich habe gehofft, dass sie im Auto schläft, deswegen habe ich sie nicht nochmal hingelegt, sonst hätte ich sie locker nochmal hingelegt. Aber sie hat jetzt eine halbe Stunde auf meinem Arm geschlafen. Ich habe dann versucht, sie ins Auto zu setzen, dass sie noch schläft im Auto, aber nein, sie ist wach. Genau, wir fahren jetzt los, wir fahren ungefähr eine Stunde. Und fahren jetzt zu meiner Schwester. Und dann melde ich mich, wenn wir da sind. Ich weiß nicht, was wir heute noch machen. Ob wir irgendwas unternehmen oder ob wir einfach ein bisschen quatschen. Ist ja auch mal ganz schön, so mit der großen Schwester ein bisschen quatschen. Genau. Ich habe alles dabei. Trage, Wickeltasche, ein Geschenk für meine Schwester habe ich noch dabei. Ja, alles mitgenommen. So, mein Lieber, ich bin da. Und natürlich, wie es so ist, ich bin gerade hier in die Straße reingebogen, ist die Kleine eingeschlafen. Jetzt, wo ich stehen geblieben bin, ist sie natürlich wach geworden. Ja. Aber ich denke, sie steht da gleich nochmal. Mal gucken. So, ja, wir gehen jetzt rein. Einmal kurz alle Sachen mitnehmen und dann gucken wir mal, was wir machen. Gucken mal, wie weit ich die Kamera mit. Was machst du da, Jetty? Ein du da? Ja, da wohnt Tante Dani. Ja, genau, da wohnt sie, ne? Ja, da wohnt sie. Wollen wir reingehen? Ja, willst du da raus? Willst
Trinken, ne? Willst du da rein? Mein Frühstück. Die Kleine hat auch was. Ja, meine Lieben, wir haben schon den nächsten Tag und ihr habt gerade gesehen, ich war ein bisschen einkaufen, ein bisschen shoppen. Ich habe nämlich meine Mutter gerade zur Fahrschule gefahren und dann habe ich auf sie gewartet, in der Zeit, wo sie halt gefahren ist, und habe die Zeit so ein bisschen im Einkaufszentrum verbracht. Das Doofe war, dass das meiste noch gar nicht auf hatte, weil es eben noch so früh war. Aber ist egal, ich habe dann ein bisschen was gefrühstückt, habt ihr ja gesehen, und war ein bisschen bummeln, habe jetzt aber auch nichts gekauft außer einen Gürtel, so einen braunen Gürtel. Ja, das habe ich nichts gekauft. Gestern war richtig schön bei meiner Schwester, wir haben einfach über alles Mögliche gequatscht und ja, war richtig toll. Und das werden wir auf jeden Fall mal öfters machen wieder. Das braucht man einfach mal, so ein bisschen quatschen einfach. Ja, und jetzt ist meine Mutter hier gerade noch in so einem Laden drin und ich warte hier, weil die Kleine, wie gesagt, schläft. Und dann fahren wir jetzt auch gleich nach Hause. Nachher müssen wir nochmal kurz los. Und dann muss ich auch noch einmal zur Post. Das verbinde ich dann aber mit nachher. Genau, ich stehe zwar gerade vor der Post, aber ich habe die Sachen halt zu Hause vergessen. Das hätte ich das jetzt auch noch schnell weggebracht, aber das mache ich dann eben nachher. Und dann ist gestern auch noch ein Stoffwindelpaket angekommen. Das wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Richtig schöne, also wirklich richtig schöne Stoffbündel. Zeige ich euch dann, wie gesagt, nachher. Und ja, sonst glaube ich, gibt es gar nichts zu berichten. Ich war gestern so spät zu Hause, dass ich mich echt gar nicht mehr gemeldet habe. Aber ich denke, das ist völlig in Ordnung. Ja, wie gesagt, war aber auch gestern richtig schön. Also echt richtig, richtig schön. Ja, und jetzt warte ich hier eben noch auf meine Mutter. Die Kleine schläft ja. Und dann werden wir nachher nochmal losfahren, und sonst wollte ich heute aussortieren. Meine Schwester hat nämlich gestern bei sich zu Hause so ein bisschen aussortiert und Deko und so alles so ein bisschen ja, aussortiert halt, und ganz viel davon haben wir mitbekommen. Das Auto ist noch voll. Und da wollte ich nachher auch nochmal durchschauen, was wir da behalten, was nicht. Und ich wollte auch noch selber aussortieren, weil ich bin jetzt einfach total ja, so, ich will jetzt aufräumen, ich muss aufräumen und aussortieren und so, und deswegen, ja, dachte ich, mache ich das nachher. Und mein Auto wollte ich auch nochmal aufräumen, hier liegt einfach so viel drin, und saugen und so wollte ich das Auto mal, ich hoffe, das schaffe ich heute, heute Nachmittag oder so, das wäre mal was. Ja, das ist auf jeden Fall heute so mein Plan. Und ja, also Auto aufräumen und mein Zimmer wollte ich auch noch aufräumen und so ein bisschen aussortieren eben. Ja, das ist so der Plan an sich. Wir sind zu Hause und ihr seht, glaube ich, was ich meine mit Aufräumen. Ne? Also hier ist überall irgendwelches Spielzeug. Und genau, das wollte ich jetzt einmal alles aufräumen. Und
Hier habe ich auch noch das, was ich jetzt gestern von meiner Schwester noch mitgebracht habe. Ja, das muss auch alles noch raus. Hier sitzen die Hunde immer. Das darf man eigentlich gar nicht zeigen, ey. Hier liegt auch noch ganz viel. Gott. Ja, das meine ich jetzt, dass ich das alles einmal mit reinnehme, damit das Auto mal wieder sauber ist. Und dann am besten nochmal durchsaugen. Und das alles mal wieder fresh. Und hier sind auch die ganzen Socken, die man immer sucht, ne? Schürchen noch. Ja, das wollte ich jetzt, wie gesagt, alles einmal mit reinnehmen. Den Cybex nehme ich auch immer mit rein, weil den muss ich unbedingt sauber machen. Der sieht aus. Überall vollgespuckt und so. Ja. Gut. Hier ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Den muss ich auch unbedingt saugen. Oh mein Gott. Ja, hier ist der Kinderwagen. Den wollte ich jetzt auch nochmal mit reinnehmen. Weil da wollte ich das Gestell noch tauschen und ein bisschen sauber machen und so. Jetzt nehme ich das auch direkt mit rein. Steht schon mal? Ich habe natürlich hier voll vor so einer Pfütze geparkt, ne? Voll kacke. Meine Jacke, die Wickeltasche. Und dann ist der Kofferraum schon mal soweit leer. Das ist schon mal ganz gut. So. Hier sind auch die ganzen Windeln drin von gestern. Die müssen auch noch leeren. Meine Lieben, jetzt geht's weiter. Ich bin ja total im Aufräumen- und Putzmodus, deswegen geht's jetzt hier in meinem Zimmer weiter. Einmal feudeln und aufgeräumt habe ich schon. Noch feudeln und dann ja, geht's mit Ausräumen, Ausmisten weiter. Wäsche muss ich auch noch machen. Jo, jetzt habe ich gerade aufgeräumt und die Teile von meinem Motorradunfall gefunden. Ja, das weckt Erinnerung. Kommt jetzt aber alles weg. Hier der Spiegel, der abgebrochen ist. Das hier war mal der Schaltknüppel, sage ich mal. Jo. Das war der Lenker. Nun gut, aber das kommt jetzt weg. Ich kann hier nichts mehr sammeln, alles weg. So, Mali, ich habe das Auto tatsächlich aufgeräumt bekommen und alles fertig gemacht. Und jetzt habe ich die Kleine vorhin nochmal schlafen gelegt. Habe ja hier auch noch gefeudelt und alles. Das alles soweit fertig gemacht. Habe ich auch hier ganz viel aussortiert. Also zwei Mülleimer voll und Kartons und so viel aussortiert. Ja, und jetzt wollte ich euch noch kurz ein Paket zeigen, was gestern ankam, was ich euch gestern gar nicht mehr zeigen konnte. Kleine ist hier beschäftigt. genau, das ist von Fratzhosen und zwar neue Stoffwindeln. Die wollte ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Ja, die haben nämlich Thirsties hat eine neue Kollektion rausgebracht und da musste ich einfach zuschlagen. Ja, und das wollte ich euch jetzt kurz einmal zeigen. Und dann wird es gewaschen und dann können wir es auch endlich benutzen. So, das hier ist die Firma oder das Firmenlogo Fratzhosen und ich gebe den Karton mal der kleinen Maus, weil die spielt damit total gerne. Ich habe die nämlich hier gerade ausgekippt für euch. Genau. So sieht das Ganze also aus. Rechnung, bla bla. Dann haben wir hier, einmal hat sie uns noch mit eingepackt, Waschmittel in so einer ganz kleinen Verpackung. Ich kann das leider nicht jetzt irgendwie hier dazu fokussiert. Nee, will er nicht. Ja, so kleines Waschmittel. Dann haben wir kleinen Fleckenlöser und ein Entkalker. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar einmal hier. Hier ist übrigens gerade Besuch gekommen. Die kleine Maus. Genau, einmal eine Thirsties Prefold. Die haben wir auch schon. Das ist eine richtig große. Ich kann die mal auspacken hier. Oh. Und zwar sieht das so aus.
Die haben wir, wie gesagt, schon einmal. Und die sind echt richtig schön, weil die schön dick sind und auch schön groß sind. Und man kann die total toll boosten. Genau, weil hier kann man halt, ne, kann sie so aufklappen und dann kannst du so richtig gut boosten. Genau, so sieht es aus. Und dann faltet man die eben so oder so. Kann man halt selbst entscheiden, wie man die falten möchte. Beziehungsweise, ja, kann man halt selbst entscheiden. So, das ist also die große Pre-Fall. Dann haben wir einmal eine Überhose mit diesem neuen Design. Das ist ganz neu jetzt mit so Fliegenpilzen. Richtig schön. Ich mache die mal auf für euch. So sieht es also von innen aus. Du Rap-Cover. Das ist also eher ein Cover als eine Überhose. Das heißt, wenn man zum Beispiel ums Kind herum wickelt, ist das ganz praktisch. Man kann aber auch die Pre-Fall reinlegen. Also das ist gar nicht das Problem. Nur wir haben halt hier keine Laschen, die die Pre-Fall festhält. Bei uns ist aber noch nie passiert, dass irgendwie eine Pre-Fall rausgerutscht ist oder so. Also das geht auf jeden Fall auch. Aber es sind eben keine Laschen da. Hier, ne, das bringt hier nichts. Das ist so eine kleine... genau. Also das ist eher so, so ein Cover. Ja, aber das war auf jeden Fall das erste Teil und das ist auch eine All-in-N, eine One-Size, das heißt, man kann die hier der Größe nach verstellen. So, dann ein Redbag und zwar habe ich mich hier in dieses Design verliebt. Ich liebe dieses Design mit diesen Blättern, ja. Und eigentlich wollte ich davon die All-in-One-Windel haben, aber die war leider ausverkauft. Ja, und deswegen habe ich mich dann jetzt für diesen Redbag hier entschieden. Die sind ja einfach immer ganz praktisch. Braucht man einfach immer. Und der hat auch hier zum Festmachen, ne? Kann man so an den Kinderwagen zum Beispiel machen. Und der ist richtig schön groß, finde ich. Also er ist nicht ganz groß, aber auch nicht so ganz klein. Also ist perfekt so, wenn man zum Beispiel mal so 4, 5 Windeln passen da locker rein. Richtig schön. Eine schöne Größe. Ja, dann das nächste. Einmal Einlagen, auch von Thirsties. Das sind auch die großen von 8 bis 18 Kilo, also auch schon etwas größere Mäuse. Meine Maus wiegt jetzt 9 Kilo, das heißt, das passt perfekt. Und die kann man hier zusammen snappen. Das sind nämlich zwei einzelne sozusagen. Die sind auch richtig toll, die haben wir auch schon, einmal in kleiner. So, dann machen wir weiter mit der Schwimmwindel. Ja, natürlich braucht man auch eine Schwimmwindel, oder was heißt natürlich, aber man braucht auch, oder wir brauchen jetzt eine Schwimmwindel noch. Und da habe ich mich auch für eine von Thirsties entschieden, und zwar einmal die Swim Diaper. Ja, die sieht so aus. Richtig schön. Das Design ist richtig schön. Richtig toll sieht das aus. Ja, passt irgendwie so zu Schwimmen, oder? Ich finde, das passt irgendwie total. Erinnert mich direkt an Schwimmbad und Urlaub und so. Ja, so sieht es aus. Achso, die Überhosen haben übrigens alle doppeltes Beinbündchen. Auch die Schwimmbindel hat doppeltes Beinbündchen. Ja, und das ist auch eine One-Size. Das heißt, man kann die auch hier wieder schön in der Größe einstellen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir damit das erste Mal schwimmen gehen. Richtig toll aus. Ja, und dann zu meinen zwei neuen Lieblingspampis, und zwar diese hier. Auch die gehören zu dem neuen neuen Design dazu. Und das hier war überhaupt der Kaufgrund, also das war überhaupt der Grund für die Bestellung, und zwar dieses neue Design. Das ist ja wohl der Oberhammer, oder? Ich liebe das. Das ist der absolute Hammer, wirklich. Das ist jetzt eine All-in-One. Ja, wir haben hier also die Einlagen eingenäht. Zwei Stück. Die All-in-One von Thirsty sind einer der besten, finde ich. Also ich habe da schon zwei, glaube ich, und ich finde die einfach so toll. Ja, so sieht die also aus. Auch hier wieder in der Größe verstellbar. Auch wieder eine One-Size von Baby bis... bis trocken. Und was das so Gute auch hierbei ist, auch die hier könnt ihr richtig gut boosten, weil ihr könnt hier so eine richtig schöne Einlage noch reinschieben. Oder was ich auch ganz oft mache, hier zwischen einfach eine legen und dann zack, die rauf, fertig ist. Das ist echt ganz praktisch bei den von Thirsties. Genau, so sieht das aus.
wie gesagt, mein absolutes Lieblingsdesign. Und dann kommen wir zu meinem Zweitlieblingsdesign, und zwar das hier. Auch das ist ja wohl der Oberhammer, oder? Gott, Leute. Und zwar ist das eine Pocket-Windel. Und hier sind auch schon Einlagen drin. Ne? Auch wieder diese zum Einsnappen, diese Einlagen. Kann man so, ne, aufeinander snappen. Und, ja, also das sind auch wieder so zwei. Und die werden dann hier hinten in die Lasche reingeschoben. So, zack, man kann sie aber auch rauflegen, das ist ganz egal. Vorne ist auch noch eine Lasche, wo man sie reinschieben kann. Und hier ist es so ein bisschen so, wie so ein Hotelverschluss, glaube ich, heißt das, ne? Also, dass man die hier reinschiebt und dann hier hinter klemmt, dass die halt dann festbleiben und nicht wieder hier rausrutscht. Auch hier wieder doppeltes Beinbündchen, finde ich immer ganz praktisch. Und ja, die ist ja auch mega schön, oder? Diesen Walddesign. Boah, ich finde das richtig schön. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir die jetzt waschen heute. Heute ist nämlich wieder Waschtag, was Stoffis angeht. Und dann benutzen wir die direkt mit. Also da waschen wir direkt mit und dann können wir die benutzen. Ja, ich verlinke euch die Kollektion Mode in der Infobox, beziehungsweise die einzelnen Windeln. Das heißt, ihr könnt dann einfach mal da auf die Links klicken, wenn ihr da auch Interesse habt. Ja, wir zwei lassen den Abend jetzt ausklingen. Kleine ist wieder sehr anhänglich. Ich weiß nicht wieso. Aber dann kuscheln wir eben ganz viel und es wird ganz viel rumgetragen. Ja, ich werde jetzt gleich noch eine Waschmaschine anmachen mit den Stoffwindeln. Und dann, ja, ein bisschen Fernsehen, mal gucken, was wir dann noch so machen. Ich habe mal wieder nicht alles geschafft. Da steht auch noch ein ganz voller Wäschekorb mit Klamotten, die weggeräumt werden wollen. Aber so ist das. Man muss das eben etappenweise machen, immer alles. Ich frage mich auch immer, wo ist der Tag hin? Leute, wenn man einfach... Ja, wenn der Tag vorbei ist, fragt man sich immer, was hast du den ganzen Tag gemacht und wo ist der Tag vor allem hin? So, die Kleine fummelt hier schon meine Rechnung auseinander. Und ja, das heißt, ich werde jetzt nochmal mit ihr runtergehen, nochmal zu Abend essen. Und dann den Abend ausklingen lassen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann, oh, hier wird schon eine Kamera gezogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.